Servus, YT bei eurem STEVE. Ich begrüße euch hier im Tankstellen-Simulator. Ich habe heute mal kein Licht angemacht. Quasi mein Gesicht passt sich dem Spiel an und ich werde das belichtet bekommen, was ihr seht. Quasi mein Bildschirm wird das Beleuchten heute übernehmen. Der Tankstellen-Simulator ist wieder am Start. Ich muss sagen, habe ich schon jetzt lange nicht mehr gespielt, weil ich erstmal auf eure Reaktionen warten wollte. Und die war ja, diese ausgefallen, du. Vom Feinsten quasi. Also, herrlich. Dementsprechend muss ich mich auch wieder erstmal reinfitzen. Und beziehungsweise schauen, ob ich überhaupt noch ansatzweise gebacken bekommen. Und früh zu sehen. Sehen Sie nicht? Ich habe leider. Tut mir leid, dass ich Ihr Car überladen habe. Das ist regelrecht total verrückt. So, warte mal. Ja gut. Oh Gott. Na gut. Ups. Ich habe mir das geschenkt, quasi, weil heute ein neuer Tag ist. Und naja. Hey, wo beschwerst du dich da, Kollege? Hä? Was ist bei dir verkehrt? Was? Dann mal die Dame ausrüsten? Müsst ihr mich rollen? Lass mal Müll rausbringen. Dann mal die Dame, sag mal. Sonst geht's noch. Ich hab's wieder komplett verlernt. Ich hab zu viel Scam gespielt. Oh nein. Hä? Oh nein. Lass mich los, Müll. Bitte warten Sie. Mein Rohr ist im Stromsparmodus. Kann ja gar nicht sein. Ich muss hier Müll aufräumen. Ich komme hier nicht hinterher, Leute. Ich bin hier maximal überfragt. Hand. Linksshift. Hammer. Bevor ich in die Werkstatt kurve, Leute. Was ihr rechts seht, das ist Aufgabe. Da muss noch einiges passieren. Ach Gott, ich muss mal Kunden tanken. So. Wo kann ich dann drücken, dass wenn fertig ist? Das leerteste? Ne, es ist Maustaste. Okay. Maustaste. Alles klar. So. Wie kann ich denn jetzt den Müll rausbringen? Achso, einfach drauf drücken. Hier auch? Ja, perfekt. Und das war mit rechter Maustaste, linke Maustaste? Ne. Leerteste. Oh ne. Wie kann ich die schmeißen? Ich kann dich gar nicht schmeißen. Du brauchst einfach noch voll. Ha. Das Ding musste voll gemacht werden. Alles klar. Gut. Neue Kunde, neues Klick. Oh, warte mal, mein Schwamm, das habe ich in Erinnerung. Gott, der ganze Bildschirm wackelt. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Wo war denn jetzt hier ein Fehl? Hä? Will die mich arschen oder was? Will die mich verarschen? Ist da alles gut gelaufen? Sie altes Müllgesicht. Hast du so unerhört? Hey, hallo, ich war ja mega freundlich zum ersten Kunden. Den ersten Kunden habe ich quasi. Brauche ich einen Eimer? Nee. Einen Müllsack? Brauche ich auch nicht. Den ersten Kunden habe ich auf jeden Fall einen Artikel geschenkt. Ja? Da war ich mal leiser. Den habe ich geschenkt. Das zweite Mal habe ich extra für den sauber gemacht. Also, ich weiß nicht, was ihr wollt. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. So, aktualisieren. Werkstatt werde ich auf jeden Fall holen, aber jetzt nicht. Ich muss erstmal ein bisschen eine Base reinbringen, ihr wisst, das ist ein bisschen. Zack, erstmal ein bisschen einen Grund reinkriegen, wisst ihr? Ich brauche auch mal eine Produktlieferung, genau so schaut es nämlich aus. Sekretten grün ist gut, habe ich gehört. Zack. Oh yeah. Jetzt geht's los. Mhm. Warte mal. Auf Lager? Achso. Okay, also warte mal. Kann ich rein theoretisch die Dinger wieder rausnehmen? Ich hab gar kein Geld dafür. Ich hab gar nicht das Geld dazu. Das drückt mir voll auf den Schuh.
kein Geld dazu. Ich sitz hier ohne Geld. Scheiße, ich muss warten auf Geld. Ich muss warten auf Geld. Und spiele nicht täglich den Held. Aber nur heute. Kassier's ab. Oh, warte. Hier fließt das Geld. Oh yeah. Zack. Ja, ich bin natürlich praktikabler Kollege, ne? Ja, dann mache ich richtig und keine halben Sachen. Ja, hallo. So. Na moin, Elon, altes Haus. Bitte, ich drehe am Rad. Hui. Perfekte Grande. Oh, jetzt nochmal schnell die Kunden erledigen. Oh, ich erledige den Kunden. Oh, du wirst sowas von erledigt, Kunde. Das glaubst du gar nicht. Und hupt mir nie wieder draußen rum. Erschreckt diese Tiere, die hier ansässig sind. Hier sind geschützte Tiere am Start. So, wir hatten eigentlich den Bocker dort hingestellt. Also ich war es nicht. Warte. Hip. Kommen Sie rein, gehen Sie weiter. Ich habe hier bloß ein Stück Metall, was im Wege ist. Ich werde dieses wegschnipsen, bis in alle Ewigkeit. Was immer. So. Zack, zack, wuppel die Katze. Hier steppt der Bär. Das ist nicht schwer. Den steppenden Bär, den steppenden Bär. Ich sollte es sein lassen zu singen. Das sollte sonst nicht springen. Egal. Gute Laune, Kekse. Naja, es war nicht gut, aber es war okay. Es war eigentlich nur okay. Mehr war es nicht. Weg mit dir, Papier. Oh, warte mal. PC? Gut, klar, war da keiner kacken heute. So, und nochmal durchfegen durch die Bude. Zack. Herrlich. Oh ja. Yeah. So. Hatte deines letztens hier irgendwas rumgekraxelt? Habe ich eine Erinnerung? Ups. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Achso, linke Maus ist da. Alles klar. Alles klar. Perfekt. Nochmal drüber gestrichen, nochmal kurz geweißt. Was ist denn hier los? Hätte jemand rumgekleckst auf jeden Fall. Oh, das kann ich nicht für gut heißen. Kann ich nicht für gut heißen. Nanu? Nanu? Oh, hallo Kunde. Möchten Sie eine, ne? Oder nee? Erst will ich mit meinem Margin Hammer. Oh. Ach, ich muss einfach noch drauf drücken. Was willst du mit der Kundin? Hat die jetzt das Zeug genommen? Hat die Kundin das Zeug genommen? Ich muss ein kleines bisschen die Musik runter machen, weil die mich sonst hier übelst krass anschreit. Ich hoffe, jetzt geht's. So. Oh, gute Kraftstoff. Ich komme. Straight. So. LMB und rein den Lachs. Und perfekt kassiert. Ist es in Amerika üblich irgendwie so mit dem... Was bist du? Mit dem Fremdkassieren? Weil, keine Ahnung. Ja, mit dem Fremdbetanken. Weil ich kenne das zum Beispiel nicht. Ich habe es ja schon mal erzählt. Das andere Level Auto tanken, das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht. So, Müll. Perfekt. Und rein das Ding. Könnte bald mal abgeholt werden. Oh, bald. So, was haben wir hier?
Crackers, Snacks und Co., Alkohol und tralala und normale Sachen. Können wir uns inzwischen irgendwas holen? Irgendwas Tolles? So, vielleicht nochmal eine Lieferung mit Products. Ich sag mal so Erfrischungs-Gate-Tränke. Ach, hier oben haben wir sogar die Anzahl im Null auf Lager. Na, dann müssen wir ein bisschen. Ach, warte mal, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das ist außerdem teuer wie Sau. So. Was haben wir jetzt alles drin? Reicht das? Gucken wir nochmal. 111 kostet es. Ehrlich gesagt, wenn es 111 kostet, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. So, das war's. Bestellung geht raus. Nicht genug Platz, eine Lieferung anzufordern. Getränkeregal. Alkoholregal. Platz alle. Oh, da warten sie wieder. Ja, ich komme. Was? Oh, beschwer dich doch nicht, wenn ich dir was umsonst gebe. Das ist frech. Weißt du, ich will die Kunden anlocken. Mit Angeboten, dass es immer was umsonst gibt. Laufen sie schneller. Und dann so. So, Platz, Platz, Platz. Da können sie sich jetzt austoben hier. Oh. Oh, ne. Hä? Ich hoffe, das Regal ist hier drin. Ja. Tränen.de. Hast du es nicht kennen? Also jetzt verstehe ich Kronk. Weil er mehrere Spiele spielt. Ist einfach mit der Steuerung. Ich hätte nie gedacht, dass es mich auch betrifft. Aber jetzt kann ich ihn verstehen. Dass man einfach mit der Steuerung irgendwann dann nicht ganz mehr so klarkommt. Dass man schnell quasi vergisst, wie es denn war eigentlich. So, haben wir hier noch was zu platzieren? Haben wir hier? Nee, haben wir nicht. Hier auch nie. Hier jetzt auch nie. Ich glaube, ich muss noch ein zweites Zigarettenregalchen machen. Weil da wollen sie. Da wollen sie viel. So. Ja, ja, ja. Wir hupen da, hupen dort. Entspannen Sie sich, Kollege. Warenkorb. Ist wieder leer. Das kann ich nicht für gut heißen. Mach mal ein paar Erfrischungsgetränke, hä? Macht mal wieder weg, ja. So. Dann haben wir Zigaretten. Haben wir das? Haben wir das? Haben wir das? Und jetzt Bestellung. Perfekt. So muss sein, Leute. Brauchen wir noch eine Lieferung für Kraftstoff oder haben wir noch genug? Ach komm, da haben wir noch. Da haben wir noch. Und Werkstatt hole ich mir schon früh genug. Vielleicht machen wir das morgen oder so. Oh. Das wollte ich gerade mal gucken. Ha. Na gut. Ich sage euch nicht, was ich gucken wollte. Wir gucken mal, dass wir hier auf drin auf jeden Fall mal ein bisschen Farbe an die Wand bringen. Aber was für eine Farbe? Ich will jetzt kein Weiß. Ich möchte doch kein Weiß. Vielleicht möchte ich was anderes, so tiefes Schwarz oder so. Was ein bisschen besser passt. Ach so, ein Computer muss ich bitte dran, ne? Wie war denn das mit dem, mit der Farbe? 500 kostet die Werkstatt. Ja, Prost, Mahlzeit. Eigenes Geld, benötigtes Geld. Also ich brauche noch was zum Lagerwert, brauche ich auf jeden Fall noch. Ein bisschen Geld erstmal, bevor ich mir die Werkstatt hole, ganz ehrlich. Bevor ich mir die Werkstatt holen muss, auf jeden Fall Dings her. Oh, Lieferung.
Schnell! Ja, ich komme geschwind daher. Ja, bitte warten Sie. Ups. Mein Fehler. Und auf Wiedersehen, Metall. Ja, gut. So, ich muss ausladen. Upp, und die Lager sind voll. Oh, warte, nein. Das fuckt ab. That'll do. Lager zu. Da kann nämlich nichts passieren. Kommt kein Dieb rein oder Dennis oder wer auch immer, der uns hier auf den Sack gehen will. So, warte. Hauptkundschaft. Erstmal die wichtigen und dann die an der Kasse. Alles da rein. So, L-Shift. Wir kommen wieder langsam rein, merkt ihr das? Jetzt geht's wieder zur Sache. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Oh. Oh. Ja. Was? Hab ich mit deinem Auto gemacht? Gar nicht. Bist du ein bisschen hässlich im Gesicht oder was? Ja, das ist ja frech. Was? Schau, was ich mit deinem Auto gemacht habe. Ich hab gar nicht mit deinem Auto gemacht. Du hast dich mal irgendwie was betanken lassen. So, das ist ja voll frech, ey. Die Kunden heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ah, guten Tag, Officer. Kann ich was für Sie tun? Sie rauchen ganz schön viel am Arbeitsplatz. Ist das normal? Ich glaube eigentlich nicht. Holen Sie sich lieber ein bisschen von diesen verrückten Getränken hier. Oh nein, das wollte ich nicht machen. Nein, auch nicht verkaufen direkt. Ich möchte es bitte platzieren. Ja, danke schön. Mr. That'll do. Muss ich wieder platzieren? Oh nee. Ja gut. Wir haben nicht ganz so viel Alkohol auf Lager, aber dafür das gesunde Zeug. Das ist doch wichtig. Das wäre so einfach, wenn erst das Kassending kommen könnte und dann das der Korb. Naja. Sagen wir mal nichts dazu. So. Pupp. Rein in den Müll. Was ist denn hier drin? Bist eigentlich auch nur Müll, oder? Also nicht du jetzt, tut mir leid, du bist jetzt kein Müll. Ich tue dich sehr wertschätzen. Aber dieser PC funktioniert nicht mehr. Ich kann ja kein Geld verlangen, jemand dran setzen oder was auch immer. Das ist da einfach nur Windows 95, Junge. Oh, was? Du schwebst. Tastatur raus. An die frische Luft mit dir. Officer, ich tue bloß mein... ja. Ja, dieser Tisch ist gut platziert. Und dieser Müll ist gut gefüllt. Somit haben wir einen gut platzierten Tisch. Und einen gut platzierten Müll. Wie komme ich jetzt raus mit dem Ding hier? Jawohl, so wird's gemacht. Müllabfuhr, also könnte relativ voll sein, ne? Also, da sage ich nichts. So gut gefüllt, huiuiui. So, also ich denke mal, das haben wir jetzt. Heddle-daddle-diddle-dee. Ganz gut drauf. Skill to pay the bills. Füllt 50 Cars, 50 Autos gefüllt. Doch schon zu viel? Krass. Hätte ich das nicht gedacht. Oh, und die Kunden wollen mehr. Nice. So, oder? Heddle-diddle-doo. Also, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, im Livestream zu spielen, das Spiel. Mit euch da draußen zu interagieren. Oh, Server 50 Customers in Shop. 50 Leute. Was bist du hier?
Komm rein. Gehen Sie weiter. Lieferung. Kraftstoff. Oh, Kraftstoff möchten wir mal wieder. Ein bisschen was bestellen. Okay. Und dann haben wir noch Products. Ice Cream. Ich glaube, unser Lager war voll. Da möchten wir das mal auf ein neues Lager sparen. Bzw. wir haben jetzt schon Geld für ein neues Lager. Leute, guckt mal, wir haben Lagergeld. Wir haben Platz für ein neues Lager. So, das heißt, Lager, mehr Info. Und up to date. Ach nee. Ich muss mir die Werkstatt holen. Ich habe jetzt ja keine 500. Hier, das wollte ich machen. Ein neues Upgrade. Ein neues Upgrade. Gut, dann halt die. Dann müssen wir wirklich erstmal die Werkstatt holen. Schweren Herzens. Ganz schweren Herzens. That's incredible. So. Kunde an Kraftstoff. Alles klar. Geil, reach Popularitätslevel 3. Oh yeah. Wir haben das Popularitäts... Level 3 erreicht, meine Freunde, der gepflegten Unterhaltung. Zack. Und der Herr Elon ist wieder da. Bitte kommen Sie raus aus Ihrem Auto. Wir wollen den Kraftstoff sehen. Hey, wir wollen den Kraftstoff sehen. Ohohohoho. Miep. Miep. Map. Map. Miep, miep. Miep, miep. Deine Mutter frisst fette Schafe. Geht er mal weg. Fahr da halt vorbei. Hier. Dort vorbeifahren. Oder wo auch immer anders. Fahr doch einfach hier lang. Hier, dort geht's lang. Dort ist die Straße frei. Fahren Sie doch einfach. Hier geht's auch zur Sache. So, jetzt sind sie gleich wieder auf der richtigen Straße. Kein Problem. Habe ich gerne gemacht. Muss erst der Macht, der Besen der Macht heran, um mir zu zeigen, wo es zur Straße geht. Es ist doch eigentlich ein einfaches. Mrs. Hier sind sie wieder zur Straße. Na, noch nicht ganz. Jetzt müssen sie bloß noch rumdrehen und dann wissen sie schon, wo sie nach Hause können. Hier fahren sie doch einfach hier lang. So, super, gerade fahren. Ach, sie wollen nach links, okay. Kein Problem, auf Wiedersehen. Mann, 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 was wir den Kunden alles sagen müssen, wo es lang geht. Das ist echt fies. Fies, ist das wirklich fies. So, Kraftstoff. Zack. Und der Kunde an der Kasse. Oh, Sie? Waren Sie im Fitnesscenter und haben sich gedacht, oh, jetzt ein paar Chips oder ein bisschen Schoki. War schon cool, von so einem Typen einen Darm zu kriegen. Bip, 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 bip. Perfekt. So, ist eigentlich die Musik ausgegangen hier, oder was ist denn das? Ist die Musik alle, oder was? Junge. Nicht mal mit der Musik. Hat sich ausgemusikt. So. Was ist eigentlich das hier? Bist denn du? Naja, was auch immer du bist. Kann ich bloß weiß machen? Möchten Sie einen Anstrich? Oder heute nicht? No, no, no. Was ist denn? Bist du Darf ich mich nicht mal ein bisschen verdrücken? Ach, ist ja unerhört. Immer diese Diven hier. Gottes Willen. Products. Machen wir das. Machen wir das. Ist alles recht günstig gerade. So. Achso, Eiscreme. Ja. Nee. Die Eiscreme. Wir holen uns eine kleine Maschine Dingens hier. Eine Eistruhe.
Warte mal, kriegen wir da hin, oder? Einrichtungen? Regale? Wie war das mit den Regalen? Ah nein, das will ich nicht mehr. Oh Gott, jetzt habe ich dann da Eiscreme und die schmilzt mir weg. Weil ich keine Eisruhe habe. Ah! Warte. Inventar, ach hier Regale. Große Regale, kleine Regale. Produkte, kleine Produkte, große Produkte. Eisregale. Alle Regale. Zeigt mir alle Regale. Ach, jetzt habe ich kein Regal. Aber ich würde gerne eins kaufen. Könnten Sie mir nochmal zeigen? Ich brauche ein Tutorial. Wo gibt's die Regale? Schreibt es in die Kommentare. Yep. Gerne. Da habe ich einen Computer irgendwo hier. Ich kann so sagen, was du willst, aber willst du auf jeden Fall. Regale. Eiscreme. Ah! 243. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld und dann holen wir das. Wir holen die Eistruhe. Was soll's? Oder? Ich denke schon. Tun wir nochmal hier einsortieren. Platz, 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 Platz. Gucken hier nochmal. Haben wir nichts auf Lager. Alkohol auch nie. Ah, es ist gar nicht gesund. So. Kraftstoffkunde. Lagertor. Oh, oh. Ich mach bloß nochmal kurz die Kunden an der Tankstelle. Mr. Lagerfahrer. Der Lagerfahrer. Jo, ich sprinte. Ich lasse alles liegen, außer vielleicht den Kunden von gerade und dann bin ich da. Zack. Hallo. Oh. Warum ist das andere Tor schon offen? Muss ich das auch noch zumachen? Eigentlich nie, oder? Wurden wir ausgediebt? So, unerhört. So. Daily Lieferung. Warten Sie. Dankeschön. Upp. Noch was? Yep. Heddle-do. Heddle-diddle-do. Wie geht das Tor zu? Hallo? Es muss doch eigentlich zugehen. Jetzt. Es hat gehangen. Es muss noch wieder ein bisschen geölt und geschmiert werden, glaube ich. Ich glaube, daran lag es. So, oh, ja, mal kacken. Hat Fußstapfen hinterlassen. Gehen Sie weg, junge Frau. Gehen Sie weg. Nehmen Sie Ihren Müll mit heraus. Das ist doch gar nicht hier. Es ist doch gar nicht statthaft, der Müll. Raus mit dir, Müll. Gehst du raus, du böser Müll? Oh, ich tue Autos, weißt du, meilenweit. Lassen Sie doch Ihren Müll hier draußen. Und Autos tue ich meilenweit verschieben mit dem Besen. Aber so ein Becher ist fast Endgegner, sage ich dir. Weg mit dir. So, jetzt gib mir hier, gib mir den Rüssel raus. Heddle-do, heddle-doodle-do. Bup. So. Was sind eigentlich so viele Polizisten hier? Das ist ja unerhört. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zack. Oh. Oh. Das ist fast schief gegangen. Awesome. So, jetzt, kann ich mir auf jeden Fall eine Truhe leisten. Was Einrichtung? Regale für Eis. Was Großes. Und dann reicht das schon. Habe ich das jetzt schon im Inventar? Oder muss ich das Regal irgendwo abholen? Ich weiß gar nicht. Was dachte jetzt eigentlich gerade? Ich habe noch mehr Geld im Inventar, jetzt habe ich so wenig. Also muss es ja rein theoretisch im Inventar sein, die Truhe. Wie aus dem Nichts. Wundert euch nicht, die Kunden machen ganz schön viel Dreck hier. Ich muss das immer wieder das Laufband sauber machen. Ja, das Laufband. Wo die Produkte drauf rumlaufen. Das kann ich immer, ich kann sie hinstellen. Oh, fehlt doch nie. Und so mache.
Das ist ein Spaß. Ach, beschwer dich nicht. Jetzt einfach, dass du Abpass bekommst hier von mir. Du alter Arschkriebel, du. So. Super. Warte mal. Inventar. Regale? Ah. Nein. Benutzen. Benutzen. Jetzt. Wird schon ausfallen. Ich wollte schon anfangen mit Schreien. So. Dreh dich, Junge. Simon, schneller. So. Warten Sie. Jetzt bin ich quasi in der Wüste. Gewappnet. Gegen alles, was mir hier auf den Sack gehen will. Mit dieser geilen Eistruhe. So, jetzt hole ich mir gleich mal Eis. Kannst du mir erzählen, was du willst? Schau mir jetzt Eis. Lager will ich doch nicht. Ich will hier. Lieferung. Products. Ice Cream. Auf Lager? Okay. Wir haben auf Lager? Wir haben auf Lager? Okay, jetzt halte ich trotzdem fast für Gerücht. Ach nee, ich wollte sie drücken, weil teuer. Da holen wir das. Schon mal ins Lager rein, dann in den Warenkorb und dann tun wir es mal hier platzieren. Und es ist einfach voll. Na gut. Wenn das voll ist, so voll wie die Tante mit ihrer tollen Frisur hier, dann machen wir das später. Dass wir sagen, okay, wir füllen es mit neuen Produkten. So Leute, das ist incredible. Und was incredible ist, kann ich euch so sagen. Und zwar, dass es in der nächsten Folge weitergeht von Gas Station Simulator. Ich bedanke mich für heute, fürs Zuschauen. In diesem Sinne, haust rein und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Euer Wilder. Kassierer. You're kidding. Ich mach Witze. Die Sinne. Haut's rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.